Hallo Leute, willkommen bei Planet Zoo. Dies ist Teil 16. Ja, und ich hatte ja versprochen, dass ich hier diese Arbeitsbereiche ein bisschen umbaue. Zwischen den Folgen habe ich afrikanische Hütten draus gemacht. Und dann dachte ich, ne, ein paar Bäume rum können auch nicht schaden. Und dann hatte ich ja auch angedacht, dass ich vielleicht hier schon mal so ein paar Imbissbuden hinstelle. Naja, und wenn ich geahnt hätte, wie sehr ich da ins Detail gehe, hätte ich da ein Speed-Video draus gemacht. Aber ich habe es nicht aufgezeichnet. Ich habe halt einfach gebaut und gebaut. Und erstmal war das hier nur so eine einfache Hüttenreihe. Und dann ist es immer aufwendiger geworden. Aber immerhin könnt ihr euch das jetzt angucken. Und es wird bestimmt noch mehr als genug Bauvideos von mir geben. Hier habe ich ein paar Sachen nach vorne guckend gemacht, zum Beispiel die Toiletten und auch diesen Laden, der aber nicht sehr gut besucht ist, offenbar. Aber hier sind auch gar nicht so viele Gäste bisher, das kommt noch. Hier sind auch noch Toiletten und ich wollte gerne, dass es halt nicht nur so Klötze sind, wo die Läden in eine Reihe gucken, sondern ein bisschen aufgelockert. Das mit dem Aufgelockert habe ich hier dann noch ein bisschen extremer getrieben. Einer der Läden ist hier in so einer Nische. Da ist dann wenigstens genug Platz für die Schlange. Und hier drin, da müssen wir mal reinfahren. Huch. Ja, die warten alle noch auf Gäste. Da sind schöne Schattenbänke und auch zwei Läden. Ja, du gehst jetzt mal Pause machen. Das ist nachvollziehbar. Kann ich sehr gut verstehen. Und ja, Schatten muss ich immer an mich denken, denn ich mag nicht gerne heiße Sommersonne auf dem Kopf. Und darum baue ich auch immer gerne irgendwelche Schattensachen ein. Und aber hier mit Ausguck nach draußen und dass auch der Wind so ein bisschen durchbläst und das nicht so stickig wird. Ja, und damit das Ganze ein bisschen schicker aussieht, habe ich hier noch so ein Stockwerk ohne Sinn und Zweck hingestellt und ein Türmchen und einen Affenbrotbaum und hier einen kleiner gemachten Kapokbaum, also den habe ich weiter runter in die Erde gerammt, der wäre sonst höher, damit das Ganze schön üppig und so weiter aussieht. Bei den Tieren darf man ja oft nicht so aus dem Vollen schöpfen mit Pflanzen, das kann man dann halt machen, wenn man hier so einen Bereich macht. Ja, und natürlich hier alles Afrika-Thema, weil wir sind ja hier im Afrika-Bereich. Da habe ich auch so einen Wagen hingestellt und mir ein bisschen Obst dekoriert. Und ich denke mal, wenn ich diesen ganzen Bereich rund um die Insel und auf der Insel fertig habe, wird hier auch viel Betrieb sein. Es kommen ja auch hier irgendwelche Tiergehege hin. Also das wird nicht immer so leer bleiben, wie das jetzt ist. Ganz und gar nicht. Aber es gibt noch viel zu tun, wie man hier sieht. Bis da hinten. Da werde ich ein, zwei Jahre dran bauen können an dem Zoo. Ich hoffe, dass das Spiel nicht vorher einknickt, sondern dass das brav mitmacht. Also so von der Performance her, weil ich immer mehr Tiere haben werde und so weiter. Ich habe schon gelesen, dass Leute, die 100 oder 200 Tiere haben, dass das dann wirklich schwierig wird mit dem Zoo. Noch geht's hier gut. Ja, und ich habe hier noch eine kleine Wasserhütte hingestellt und da hinten auch noch. Und ich habe den Eindruck, das funktioniert jetzt besser mit der Wasserreinigung. Gucken wir mal in die Heatmap rein. Ja, das ist jetzt blau. Hoffen wir mal, dass das so bleibt. Sonst stelle ich halt an eine andere Stelle auch noch so eine Wasserhütte hin. Ja, jetzt wird es Zeit für ein neues Gehege. Und ich könnte jetzt entweder das zweite Savannengehege hier hin machen. Mit den Zebras und den Tieren, die im Giraffengehege nicht drin sind. Oder ich mache hier, hier ist ja Platz für, mal gucken, mindestens
Also mindestens hier eins, dort ein kleines und hier, das kann sogar ein großes sein. Das könnte man auch noch aufteilen. Also 1, 2, 3, 4 Gehege mindestens. Und man kann auch noch eine ganze Ecke mehr machen. Aktivisten sind gekommen. Na, da gucken wir doch mal. Ursei geht es nicht gut. Dann gucken wir doch mal, was Ursei für Probleme hat. Wahrscheinlich ist Ursei beleidigt, weil so viele andere Tiere da sind. Sozialverhalten. Soziale Gruppe. Zu viele ausgewachsene Tiere. Okay, dann kümmern wir uns da gleich mal drum. Und Ursei ist schon 13. Ist das der Vater von der ganzen Familie? Wahrscheinlich. Ja, dann schicke ich da erstmal alle Tiere nach. Die Kleinen sind noch. Ein kleines sieht man hier. Gut. Bei mir sterben die ja hier nicht an Altersschwäche. Darum lasse ich einfach mal die Alten da und schicke die Jungen in die Welt. So. Zack, zack. Die kommt zum Handelszentrum. Jawohl. Muss ich es kurz laufen lassen. So. Und das Baby, das kann noch so lange bleiben, bis es groß ist. Und das Muttertier wird. Wo haben wir es denn? Hier. Wird auf Empfängnisverhütung gesetzt. Ich habe mir schon überlegt, dass ich die Tiere weitgehend auf Empfängnisverhütung setze. Also außer wenn wir neue Tiere haben und ich möchte gerne, da, dass wir da mal Babys kriegen, dann sollen die natürlich züchten. Aber die Tiere, die wir hier schon länger haben und die hier einfach in Ruhe leben sollen, die setze ich auf Empfängnisverhütung. Weil sonst muss ich da ständig nach denen gucken. Jetzt gucke ich nochmal, ob es denen ansonsten gut geht. Ja, sieht eigentlich okay aus. Hier noch mehr Futterbeschäftigung. Na, ihr seid aber immer anspruchsvoll. Da ist das so ein Riesending. Aber können wir machen, damit ihr optimal glücklich seid. Erdferkel. So, dann gibt es hier noch so ein kleines Dingelchen. Sind sie jetzt auf 100? Ja, wunderbar. Okay. Und ich denke, das mache ich jetzt mal, bevor ich ein neues Gehege anfange. Ich gucke einfach mal bei allen Gehegen durch, wie es den Tieren denn so geht. Ich schätze mal, wir haben da viele Babys gekriegt. Wo die, hier jetzt auch die Okapi ist ganz vollgestopft. So. Soziale Gruppe, ja. Zu viele ausgewachsene Tiere. Okay, dann lasse ich hier auch. Oh, die kriegt schon wieder ein Baby. Gut. Ja, die Babys, die lassen wir halt nochmal heranwachsen. Logisch bleibt uns ja gar nichts anderes übrig. Und dann werden die auch verkauft. So. Wow, der Badru ist aber schon alt. So. Das hier sind Babys. Naja, da muss ich dann bald wieder tätig werden. Und die Schwangere, die lassen wir auch da. Ja, das dürfte auch sowieso die Mutter der ganzen Familie sein. So, dann kommen die zum Handelszentrum. Okay. Und die lasse ich einfach mal alle frei. So, ah, hier kann man jetzt alle auswählen machen. Das ist doch wunderbar. So, der Sandbox-Modus hat schon Vorteile. Und jetzt gucken wir mal nach denen, die noch da sind. Hey, renn nicht so schnell, ich will dich anklicken.
ob es dir gut geht und so. Ach, das ist ein Jungtier. Aber es scheint ihm gut zu gehen. Hier, 97%. Sauberkeit der letzten Flüssigkeit. War es hier dreckig? Und der Teich sieht okay aus. Ja, ich denke mal, hier wegen einzelnen Prozenten brauchen wir da nicht rumdoktoren. Gucken wir mal. Ach, das ist schon süß. Ja, renn mal ein bisschen. Das ist gut. Und die haben scheint's auch keinen sehr großen Stress mit den Gästen, die da durchlaufen. Das finde ich ganz gut. Ja, ein bisschen schon. Aber andere, denen wird ja irgendwie anscheinend das ganze Leben verleidet, wenn da Gäste durchlaufen. Also wenn, ich glaube, wenn ich meinen Franchise-Zoo durch habe, mit allen Tieren, die man so in Streichelzoo-Gehege unterbringen kann, dann werde ich wahrscheinlich keine so Streichelzoo-Gehege mehr bauen. So, hier ist der Eingang, genau. Die Nilpferde gucken wir am Schluss an. Hier haben wir die Bongos. Ah, auch viele. Aber ich glaube, die mögen es. Oh, ich sollte das Okapi auch noch auf, wie heißt das, auf Empfängnisverhütung setzen. So, Stress. Warum seid ihr gestresst? Wollt ihr am liebsten gar keine Besucher haben? Ja, das lässt sich machen. Also, scheinbar. So. So, und jetzt machen wir hier das, das Einwegglas. Und das muss natürlich auf die andere Seite, weil jetzt können die Zuschauer nicht gucken. Und die Bongos sind weiterhin gestresst. So ist gut. Jawohl. Wunderbar. Und jetzt gucken wir hier noch nach der sozialen Gruppe. Ob sie damit zufrieden sind. Hier, das finde ich lustig, wie das da hängt. Und dann können sie sich da so hochrecken und futtern. Wie als würden sie von Bäumen naschen. So. Oh ja, so alt schon. Ja, es ist gerade so im Rahmen. Dann verteilen wir hier auch mal Empfängnisverhütung. So. Bongos. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Dann kriegt das Männchen Empfängnisverhütung. Und das Okapi. Hier. Ach so. Kann ich das jetzt machen? Ja. Ich denke mal, das schadet dann dem aktuellen Baby nicht. Und kann ich hier... Ja, ich kann auch schon die Kinder auf Empfängnisverhütung setzen. Nicht, dass die dann, wenn sie heranwachsen, sich gleich mal schwängern lassen vom Herrn Papa. Das sollte ich auch bei den Erdferkeln tun. Naja, wobei hier besteht die Gefahr nicht. Weil das einzige Weibchen ist ja schon empfängnisverhütet. Gut. Ja, und ansonsten geht es gut, so wie es aussieht. Das ist schön. So. Ja, das sind schon schöne Tiere. Auch mit interessanten Streifen. Okay, gucken wir mal weiter. Ins große Savannengehege. Hier ist jetzt niemand. Da könnte man auch noch mal einen kleinen Teich machen. Einfach nur so zur Abwechslung.
Weil gegen Teiche haben es irgendwie alle nichts einzuwenden, denke ich. Also zumindest hatte ich noch nie den Eindruck, dass irgendwie ein Tier gesagt hat, nee, ich mag den Teich nicht. Und wichtig ist halt, dass das Gesamtgehege groß genug ist, um einen Teich zu verkraften. So, haben wir denn hier Wasserversorgung? Ich glaube ja. Da ist eine. Das müsste gehen. Trotzdem checke ich das mal. Oh, nein, das ist außerhalb. Also gut, dann mache ich das einfach mal rückgängig. So, sowas sollte man vielleicht vorher checken. Und jetzt setze ich hier erstmal dieses Wasser. Vielleicht hier hin. Und die Hütte, die könnte ich mehr hier hin. Oh, okay. So, die kann noch ein bisschen höher. Ja, die kriegt man hier auch. Markiere ich mal in einem Rutsch, dann geht das schneller. So. Na, ohne Baum. Komm, Baum, du musst weg. So. Zack. Und jetzt kann ich hier noch so ein kleines Gewässer hinmachen. Ah, da ist schon wieder dreckig geworden. Man fasst es nicht. So. Noch mehr Pflanzen traue ich mich ja hier in dieses Gehege gar nicht reinzumachen. Weil die schon genug Pflanzen haben. Leider. Aber so ein kleines Gewässer geht. Und vielleicht lege ich noch einen Stein daneben oder so. Oh, das ist ein großer. Ja, auch recht groß. So, machen wir ihn kleiner. Jetzt sieht es nicht ganz so kahl aus. Da sieht man so einen Springbock. Aber die mögen unterschiedlich viel Pflanzen. Die würden noch ein bisschen was vertragen. Okay, ich denke mal, ich check da alle von den Tieren durch, ob sie noch mehr Pflanzen vertragen. Ansonsten ist die Qualität der letzten Mahlzeit bei der Thompson-Gazelle nur minderwertig. Das ist ja schlimm. Das ändern wir mal. Na hier, die werden alle mit bestem Futter versorgt. Wir haben's, ja. Ah, die kriegen sowieso schon. So. Na komm. Drei. Ja, das war's dann auch schon. Ja, du läufst hier ganz alleine rum. Ich sehe schon, das Gehege ist irgendwie trotz der vielen Tiere ein bisschen groß. Aber ich lege ja Wert drauf, dass sie rennen können. Stress. Okay, zu viele Leute. Ja, hier sind schon viele Leute, die gucken. Tja. Von allen Seiten. Also werden die Tiere eindeutig auch in ihren Gehegen gestresst. Das war früher nicht so. Also in der Beta-Version war das irgendwie kein Problem. Mal gucken, wenn ich noch mehr Pflanzen machen kann, dann könnte ich ja noch mehr so Pflanzennischen machen. Jetzt ist der Stress wieder weg. Es ist wohl nur da bei dem Brückenbereich. Oh, cool. Die Kaffernbüffel finde ich irgendwie beeindruckend. Ja, wie sie alle zum Fressen kommen. Das ist gut. Und im Hintergrund die Giraffen.
So. Also, du bist Thompson-Gazelle. Genau. Ihr könnt noch mehr Pflanzen ab. Und ihr... Oh, die Kaffernbüffel sind schon am oberen Ende mit den Pflanzen. Könnte ich höchstens noch so einen kleinen Felsenverschlag machen. Aber ich glaube, das sieht komisch aus. Tja. Also irgendwie sowas. Aber so ein bisschen versteckmäßig. Wobei, sie haben ja hier sowas, um sich ein bisschen zu verstecken. Und die Giraffen... Die könnten auch noch mehr Pflanzen ab. Aber es nützt ja nichts, wenn die Kaffernbüffel sonst unglücklich werden. Und wir haben jetzt schön viele Giraffen. Da ist noch eine. Ja, das haben wir verbessert, die Qualität der letzten Mahlzeit. Und jetzt gucke ich mal bei den Giraffen. Die können noch mehr Erwachsene ab. Wow, er hat gleich drei Partnerinnen. Und wir haben hier allerdings... 6 wollen sie insgesamt haben. Wie viele Jungtiere? Ach, das ist doch nett, so eine Giraffenfamilie. Finde ich herrlich. Ich guck mal, wie viel es insgesamt sind. Ob ich da auch Verhütungsmittel wäre. Oh, 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 ja. Auf alle Fälle. Wir kriegen mal alle Männer... kriegen Verhütungsmittel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hm. Vielleicht lasse ich einen frei. Mal gucken, der ist ja noch ein Kind. Und der ist aber hier im besten Alter. Bomami. Ich glaube, den lasse ich frei. Dann wird aber die Verhütung wieder weggemacht. So. Freilassen. So. Ja. Hier hängen sie wieder an so einem Büschelbaum rum. Auch Thompson-Gazellen. Springböcke habe ich doch auch. Ja, hier. Oh, von denen gibt es eher zu wenig. Aha. Ja, dann müssen die noch brüten. Und das ist hier Thompson-Gazelle. Die wollen auch noch deutlich mehr haben. So, warte mal mit den Giraffen. Das ist, glaube ich, das, was was jetzt ist. Das heißt, die haben nach oben noch sehr viel mehr Luft. Dann musste ich die noch gar nicht auf Verhütungsmittel setzen. Ich guck mal in der Zoopedia. So, Giraffen. Netzgiraffen, um genau zu sein. So. Bis zu 12. Oh, bis zu 4 Männchen. Okay. Dann hätte ich den gar nicht wegschicken müssen. Nun gut, ich denke mal, das werden wir überstehen. Ich werde aber die Verhütungsmittel absetzen. So. Gut. Und ich glaube, die Kaffernbüffel sind auch gerne zu mehreren. Und hier kann ich auch sehen, ich brauche noch einen Fresstrog für die. Die wollen auch noch mehr, ja. Also,
packen wir genau hier mal noch einen Fresstrog hin. Gehege. Nehmen wir so einen mittleren. So. Vielleicht noch einen. Da ist noch einer. Gut, dann stellen wir hier noch einen hin. Naja, und wenn das mal noch mehr werden, die wollen ja offenbar alle noch mehr. Das war ja so auch gedacht irgendwie. Dann werden die auch hier diesen Bereich öfter nutzen. Dann rennen sie da mal hin und nehmen ein Bad und dann auch schnell wieder weg, weil da sie Massen gucken. Aber ich denke mal, insgesamt geht's denen hier auch ganz gut. So. Und die Elefanten, wie geht's euch denn so? Ja, die haben auch viel Platz. Sauberkeit der letzten Flüssigkeit. Ist euer Wasser nicht sauber oder habt ihr von dort getrunken? Checken. Das ist sauber. Ja, ihr dürft hier nicht aus dieser gulpigen Plörre trinken. Und wie man hier sieht, muss ich hier nochmal tätig werden. Ich werde es wahrscheinlich irgendwann lösen. Vielleicht ist es auch ein unlösbares Problem, dass diese Boote das Wasser immer besonders dreckig machen. Dann wird es als Bug irgendwann repariert werden. Mal gucken. So. Ja, naja, er macht einen sehr zufriedenen Eindruck. Da kann man nicht klagen. Ah, er ist ein Bittertier. Okay. Aha. Du bist ja hier eigentlich vom Alter her der Platzhirsch. Ist da ein Junger herangewachsen, der dich ausgestochen hat? Und der jetzt seine Mütter irgendwie bespringt? Nee. Warum bist du ein Beta-Tier? Tja, sieht so aus, als... Ja, es wäre der irgendwie der geborene Beta-Elefant. Aber das einzige Männchen hier im Stall. Und darum zeugt er keine Kinder. Ja, hier sieht man nur diese drei. Oh, was hängt denn da in der Luft rum? So war das nicht gedacht. Tja, ich möchte aber schon gern Elefantenbabys haben. Ich kauf mal einen neuen männlichen Elefanten. Und lass den dann frei. So. Ja, der ist eigentlich ganz okay, würde ich sagen. So. Und du wirst freigelassen. Ich hoffe, das geht. Ja, das geht. Und dann werden wir sehen, ob wir dann Elefantenbabys kriegen. So, da kommt das schon an. Jawohl. Sehr schön. Dem geht spontan gleich gut. Ja, natürlich hat er jetzt hier noch keine Partner. Ich könnte auch noch eine Elefantenfrau adoptieren, weil denen ist es ja eher ein bisschen knapp. Hm. Die
Die ist besser, ja. So. Und dann schauen wir mal. Na, da kommt die nächste Elefantendame. So, gucken wir mal. Ja, jetzt ist es hier im grünen Bereich. Vorher ging es auch, aber so also ganz glücklich wahnsinnig. Okay. Ja. Kommen die schon zusammen oder sieht das nur so aus, ne? Der Abstand ist schon noch ein bisschen zu groß. Die schmusen sich dann immer so zusammen, wenn sie Kinder machen wollen. Wahrscheinlich müssen die sich hier erstmal einleben. Gucken wir demnächst nochmal. So. Und hier stelle ich einfach noch mehr von diesen kleinen Hütten auf. So, kopieren. Die stelle ich hier zu den anderen Hütten dazu, weil ich dachte mir, dann haben sie wenigstens gleich Strom. Und den stelle ich vielleicht daneben. So. Sieht es auch wie so eine kleine Ansammlung von Häuschen aus. Da ist eins kaputt. Okay, das kann natürlich sein, dass wenn eins kaputt ist, dass es dann schon Probleme gibt. Ah, und es muss natürlich immer schön weit weg von den Besuchern. Das macht die Platzierung oft ein bisschen schwierig. So. Das müsste jetzt aber eigentlich gehen. Ich guck mal. Heatmap. So, ja, das geht. Das geht auch. Hier auch. Da geht's so gerade so haarscharf. Und hier müsste mal der Techniker vorbeikommen. Oh, der war schon da. Na, das ist aber gut. Dann müsste die jetzt ja wieder funktionieren, diese Wasseraufbereitung. Ja, sehr gut. Und ich packe die zu der Arbeitsgruppe dazu. So, und dann brauchen die vielleicht auch noch einen Pausenraum, weil die Arbeitsgruppe wird immer größer hier von den Erdferkel und Inseltechnik. So. Aber ich glaube, die haben einen Pausenraum. Ich habe auch noch neue Techniker eingestellt. Ja, da habe ich es eben gesehen, Mitarbeiterraum. Das heißt, die können auf der Insel ihre Pausen machen. Das müsste der hier sein. Ja, genau. Ja, dann gucken wir noch am Schluss einmal zu den Nilpferden. Und dann ist die Folge aber wieder schon mehr als lang genug. Okay, die wollen mehr Tiere haben. Ja, lässt sich machen, lässt sich machen. Dann gucken wir hier mal. Flusspferd. Aha, irgendwie fehlen den Mitarbeiterräume. Da frage ich mich dann oft, sind das die Pausenräume? Einmal habe ich schon geguckt und dann waren alle Pausenräume frei. Da sind die Flusspferde. Vielleicht haben aber die Inseltechniker noch Bedarf an zusätzlichen Pausenräumen. So.
So. Du kommst jetzt auch hier in das Gehege. Die Okapis werden bald erwachsen. Da muss ich mich da schon wieder um die Empfängnisverhütung gucken. Bei den Nilpferden hätte ich jetzt aber erstmal gerne ein paar Babys. So, warten wir noch die Ankunft des nächsten Nilpferds. Da kommt ein Zoohelfer. Ob der das Tier holt? Oh, hier muss auch gearbeitet werden. Techniker rufen. Womöglich habe ich hier kein Handelszentrum. Aber für eine Tierart macht es auch eigentlich wenig Sinn, ein extra Handelszentrum zu machen. Weil man handelt ja nicht ständig mit den Tieren, sondern das passiert dann ein-, zweimal oder so. Da kommt auch schon einer angerannt. Da kommt er. Das ist ein neuer Nilpferd. Jawohl. Willkommen, meine Liebe. Okay. Ja, das war's dann mit unserem Zoo-Rundgang. Und beim nächsten Mal gibt's dann neues Tier, ich nehme an, auf der Insel. Okay, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.